Stützpunkttraining von den Rollstuhl-Rugby-Spielern in der Manfred-Sauer-Stiftung. Rollstuhl-Rugby hat mit dem normalen Rugby für Fußgänger eigentlich gar nichts zu tun. Punkte gibt es dann, wenn der Volleyball im Strafraum über die Torlinie gefahren wird. Die Geschichte der relativ jungen Sportart ist absolut nachvollziehbar. Querschnittsgelähmte Sportler wollten eigentlich Rollstuhlbasketball spielen, hatten aber aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen keine Kraft, den schweren Ball nach oben in den Korb zu werfen. Erfunden wurde sie vor ungefähr 40 Jahren in Kanada. Also wie so oft, innovative Sportarten kommen dann irgendwann über den großen Teich zu uns rüber, nach England. Also die traditionellen, eigentlich Rugby-Nationen, die haben sich da gleich angenommen. Die Engländer haben es dann vor ungefähr 20 Jahren zu uns nach Deutschland gebracht, haben uns das vorgeführt. Und seit knappen 20 Jahren gibt es jetzt den Fachbereich hier in Deutschland. Und wir haben ungefähr 350 aktive Sportler im deutschen Ligabetrieb. Der deutsche Ligabetrieb wird in vier Leistungsklassen unterschieden. In der Champions League wird international gespielt, die erste und zweite Bundesliga sind die höchsten nationalen Spielklassen und die Regionalliga ist quasi die Hobbyliga. Der Trainingsaufwand unterscheidet sich von Liga zu Liga. Es ist natürlich unterschiedlich, angefangen von der Regionalliga, wo die Teilnehmer sich vielleicht einmal die Woche treffen und dann auch abends noch gesellig zusammensitzen, was also die ganz normale Vereinsarbeit auch betrifft. Da unterscheidet sich das nicht arg von den Nichtbehinderten. Das ist der ganz normale Vereinsablauf. Und die anderen Leistungssportler trainieren natürlich auch in den paralympischen Trainingszentren. Und die trainieren zwischen 3 und 5 Mal die Woche, 3-mal Hallentraining und 2-mal Einzeltraining. Es geht also schon ein Stück weit an den Leistungssport heran. Heiko Striel leitet das Stützpunkttraining und hat sich neben seinem Beruf dem Leistungssport verschrieben. Er war mehrfach bei den Paralympics. Aktuell belegt die deutsche Nationalmannschaft den 11. Weltranglistenplatz. Und der Trainer ist ein Amerikaner, der für die Trainingslager und Turniere extra aus Florida eingeflogen wird. Die Mannschaft besteht aus 18 Personen. Wir haben schon in Sydney, in Athen und in Peking an den Paralympischen Spielen teilgenommen, sind also da international schon erfolgreich. Aber für die Weltspitze reicht es einfach noch nicht. Da müssen wir mehr Basisarbeit betreiben und natürlich auch versuchen, mit einem höheren finanziellen Aufwuchs da noch etwas dazuzugeben. Wir haben gemerkt, innerhalb der Nationalmannschaft, dass wir einfach nur über eine breite Basis auch eine gute Spitze etablieren können. Das kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht von alleine. Und jetzt haben wir auch mit dem Badischen Behindertensportverband ein Projekt aufgelegt, der heißt Rollstuhlsport macht Schule. Das heißt, Schulen können sich beim Verband bewerben und wir gehen dann vom Verein mit unseren Aktiven und unseren Rollstühlen in den Sportunterricht und lassen die Kinder und Jugendliche dann einfach mitmachen. Und zwar ist das in Regelschulen, aber auch in körperbehinderten Schulen, wo wir hingehen. Jeder der hier anwesenden Spieler hat seine eigene schicksalshafte Geschichte. Seit seinem Motorradunfall vor 4 Jahren sitzt Alexander im Rollstuhl. In der Klinik war er anfangs oft frustriert, bis er das Rugby-Spielen für sich entdeckt hat. Also für mich gibt es vor dem Unfall und nach dem Unfall. Das ist eigentlich so, die zwei Lebensabschnitte gibt es eigentlich. Und es dreht sich auch alles, wenn man irgendwie jemandem was erzählt. Es gibt vor dem Unfall und seitdem oder nach dem Unfall. Das ist so mein Ding. Und da, ich weiß auch nicht. Es macht halt einfach Spaß. Es hat keinen Zweck, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und denkt, oh, ich kann das nicht mehr oder alles geht nicht mehr oder jenes geht nicht mehr, sondern man muss gucken, was geht noch und das muss man halt einfach fördern, weil sonst rostet man ganz ein. Und auf depressiv habe ich keine Lust. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert es und macht was oder man lässt es bleiben. Es macht Spaß, man bewegt sich und man hat einen Ausgleich. Man sitzt nicht nur zu Hause. Das war ganz am Anfang für mich auch das Schwierigste, man saß nur daheim. Man kommt nicht weg, in Anführungszeichen, außer man tut was, um wegzukommen. Und dann hat man halt mit anderen Kontakt und man hat auch immer Kontakt mit Leuten, die schon lange im Rollstuhl sitzen. Dadurch, weil die machen das ja, weil sie sich damit schon auseinandergesetzt haben. Von denen kann man sich Tipps holen. Und das hilft einem schon viel weiter. Auch für Dimitrios Tsiropoulos hat sich das Leben seit seinem Arbeitsunfall schlagartig verändert. Das war für mich der Weg wieder zurück ins Leben, sag ich mal so. Weil ich habe früher Mannschaftssport gemacht, also Fußball. Und Rollstuhl-Rugby ist für Tetraplegiker, das heißt für Hörgelähmte, der einzige Sport, den sie machen können, weil sie jetzt fürs Basketball zum Beispiel zu schwach sind.
weil man hat Anstrengungen in den Händen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Rollstuhl-Rugby ist dafür konzipiert. Und Rollstuhl-Rugby ist auch ein ganz interessanter Sport, weil er ist sehr taktisch. Das heißt, man muss mitdenken, also man funktioniert nur in der Mannschaft. Ein einzelner Spieler, egal wie gut er ist, kann halt alleine nichts reißen. Gespielt wird Rollstuhl-Rugby in der Halle auf einem ganz normal großen Basketballfeld. Dabei wird in jeder Hälfte des Spielfeldes ein Strafraum markiert. Die beiden Mannschaften sind mit jeweils 4 Spielern auf dem Feld und es darf beliebig oft gewechselt werden. Damit vom Behinderungsgrad her zwischen den Mannschaften eine Chancengleichheit gewahrt wird, werden die Spieler klassifiziert. Da gibt es auch erstmal den klassischen Muskeltest. Das heißt, jeder Spieler wird genau geprüft, welche Voraussetzungen, welche Funktionen hat er noch. Dann wird er noch auf dem Spielfeld angeguckt, wie er seine Voraussetzungen noch aufs Spiel überträgt. Und jeder bekommt dann eine Punktezahl, um eine Gleichheit auch innerhalb der Mannschaft herzustellen. Das heißt, im nationalen Ligabetrieb spielen wir mit 7 Punkten, international mit 8. Die Schwerstbehinderten haben 0,5 Punkte, also den geringsten Wert. Und die am wenigsten Behinderten, die haben 3,5 Punkte. So kann man dann eine Mannschaft zusammenstellen. Konkret bedeutet das, je höher die Punktzahl, desto geringer ist der Behinderungsgrad. Am Ligabetrieb dürfen nur Menschen teilnehmen, die an mindestens 3 Gliedmaßen Einschränkungen vorweisen können. Früher war die Sportart rein für Querschnittsgelähmte gedacht, das heißt Halswirbelquerschnittgelähmte für Sportler oder für Menschen, die an allen 4 Gliedmaßen auch eine Lähmung haben, also auch an den Armen und an den Händen. Mittlerweile hat sich das etwas weiterentwickelt, da spielen auch Amputierte mit, Spastiker, Zerebralparetiker oder eben auch Poliogelähmte. Ziel ist es, den speziellen Volleyball über die 8 Meter breite Torlinie zu fahren. Der Strafraum, wie hier an den weißen Linien vor den Hütchen zu erkennen, darf dabei nur von 3 Spielern verteidigt werden, den sogenannten Lowpointern. Ein Angreifer oder auch Highpointer darf sich hingegen nur 10 Sekunden im Strafraum aufhalten, muss diesen dann kurz verlassen und kann danach wieder einfahren. Ist eigentlich auch schwierig zu beschreiben, weil es ist die einzige Mannschaftssportart für Schwerstbehinderte, zumeist Querschnittsgelähmte, die einen Rollstuhlkontakt erlauben. Also anders wie im Basketball, wo man keinen Rollstuhlkontakt haben darf, ist es hier ausdrücklich erwünscht. Das heißt, die Sportler rammen sich gegenseitig, die blockieren sich und versuchen eben so den Torerfolg zu vermeiden von dem Gegner. Ja, im Rollstuhl-Rugby muss ich nicht aufpassen auf irgendwas, ja, sondern da kann ich mich ganz normal bewegen und man kann auch so ein Stück weit, man muss auf nichts aufpassen, man muss auf nichts achten, sondern man kann einfach mal gegeneinander knallen und das ist nicht weiter schlimm, sondern das gehört eigentlich dazu. Beim Rollstuhl-Rugby ist der Rollstuhlkontakt ausdrücklich erwünscht und erlaubt, aber man darf sich halt nicht berühren, also die Person nicht berühren. Das heißt, wenn einer von euch hinfällt, was passiert dann? Der muss sich irgendwie halt fallen lassen, der darf sich nicht beim Gegner abstützen, sonst macht er einen Foul. Aber es ist auch nicht weiter tragisch, wenn mal jemand umfällt, der fällt halt um, der stützt sich selber irgendwie ab und ja, dann wird er wieder hingesetzt, da sind meistens irgendwo ein paar Fußgänger da beim Training, die helfen einem, dann wird er wieder hingesetzt und dann geht's weiter. Die Spieler schützen ihre Hände mit Handschuhen und Tape. Rollstuhl-Rugby kann allerdings nicht in normalen Rollstühlen gespielt werden, denn die Sportstühle werden individuell an die Spieler angepasst und weisen spezielle Vorrichtungen auf. Zum Basketball-Rollstuhl gibt es eigentlich einen großen Unterschied. Hier vorne der Bumper ganz unten, der ist beim Basketball-Rollstuhl nicht so arg dran. Und ansonsten haben wir halt diesen Rundumschutz. Und wir haben den großen Radsturz, also mein Radsturz sind 16 Grad und bei anderen ist er noch extremer. Dadurch wird halt der Kontakt zwischen den Fahrern vermieden und man hat eine hohe Drehfreudigkeit im Vergleich zum Alltagsrollstuhl. Der Alltagsrollstuhl hat nur einen Radsturz von 2 oder 4 Grad und da ist halt nicht so drehfreudig. Man kann mit einem Rugby-Rollstuhl allein durch die Körperhaltung sich im Kreis drehen, das geht mit dem Alltagsrollstuhl eigentlich weniger. Ein speziell angepasster Rollstuhl kostet zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Die Kosten dafür werden leider nicht immer von den Krankenkassen übernommen. Die meisten haben halt nicht so das, ich sag mal, in Anführungszeichen das Glück, so wie ich. Ich habe einen Unfallgegner und dessen Haftpflichtversicherung hat alles bezahlt. Und ich habe halt gesagt, okay, ich möchte Rollstuhl-Rugby spielen und dann haben die mir den Sportrollstuhl bezahlt. Und die meisten müssen halt da mit der Krankenkasse sich auseinandersetzen und müssen kämpfen. Die versuchen natürlich immer wieder zu sparen, wo es geht. Was ich
Ich habe es gerade auf der Herfahrt im Radio gehört, die haben letztes Jahr 28 Milliarden Euro Überschuss. Also die haben 28 Milliarden, wo sie übrig haben und diskutieren über 4.000 oder 5.000 Euro Sportrollstuhl, wo jemand halt sich mit seiner Behinderung noch auseinandersetzen könnte und dann noch aktiv am Leben teilnehmen könnte. Und da wird es einfach wegdiskutiert, das finde ich doof. In der Gruppe um Heiko Strehl variiert die Teilnehmerzahl. Es ist nicht immer einfach, alles zu koordinieren, weil Rugby-Spieler mit höherem Behinderungsgrad auf die Hilfe von Betreuern angewiesen sind. Auch das ist unterschiedlich, je nach Grad der Behinderung, wie viele Teilnehmer wir haben. Ein fitterer Teilnehmer kann sich selbst behelfen, aber da geht es natürlich schon los mit den Rollstühlen aus dem Auto ausladen, die Teilnehmer Handschuhe zu kleben oder eben dann auch in den Rollstuhl umzusetzen. Machen wir zwar teilweise über einen Lifter, aber wir haben doch immer hoher Hilfebedarf auch da. Viele Vereine kämpfen darum, neue Mitglieder und Spieler zu gewinnen. Im Behindertensport gestaltet sich diese Spielerakquise weitaus problematischer. Das ist ganz schwierig, weil natürlich zum einen die Rollstühle, die wir hier benutzen, ganz spezielle Rollstühle sind. Die sind teuer, die werden auch von der Krankenkasse nur sehr selten bezahlt oder die Kosten übernommen. Das heißt also, wir brauchen erstmal das Material, um neue Spieler überhaupt in so einen Rollstuhl zu setzen. Das ist das eine Problem, das wir haben. Und das andere ist, dass man natürlich auch einen sehr hohen Personalaufwand hat. Das heißt also, fast jeder hat einen eigenen Betreuer oder einen Verwandter dabei, wenn es zum Training geht. Wir haben nicht so viele Trainingszentren. Das heißt, man muss auch lange Anreisewege auf sich nehmen. Und deswegen haben wir jetzt auch uns neu strukturiert und wollen jetzt auch gerade über den Schulsport neue Aktive an den Sport ranbringen. Zum einen, um die Sportart selbst bekannter zu machen und zum anderen, um den Respekt und die Berührungsängste zwischen Nichtbehinderten und behinderten Sportlern zu nehmen. Für Betroffene, vor allem diejenigen, die nicht von Geburt an den Rollstuhl gebunden sind, kann das Rollstuhl-Rugby dem Leben wieder eine positive Wendung geben. Ja, also das ist das A und O. Also wie gesagt, beim Rollstuhl-Rugby habe ich gemerkt, ich kann noch was. Also in den Sportrollstühlen ist man auch schneller, man kann halt viel mehr, man kann halt auch, wie gesagt, im Team mitwirken und dadurch kriegt man automatisch Selbstbewusstsein. Also, und das überträgt sich dann auf den Alltag, aufs Leben, auf alles. Und vor allen Dingen, wenn man Mannschaftssport macht, dann hat man die Kontakte zu Freunden wieder, die können einem auch viel zeigen. Also wenn man jetzt frisch verletzt dahin kommt, dann sieht man, dass Leute Auto fahren und so weiter und so fort. Und das guckt man sich dann ab, redet mit den Leuten und ja, wie gesagt, das hat mir viel gegeben. Mein Plan ist im Prinzip das weiterzugeben, was ich durch den Sport bekommen habe. Und in Griechenland ist es halt um eine Ecke schwerer, da irgendwie rehabilitiert zu werden oder was auch immer, oder überhaupt ins Leben zurückzufinden, weil einfach die Infrastruktur auch eine andere ist. Also hier ist es natürlich viel, viel besser. Und ich will den Sport halt dahin bringen, damit die Leute wieder zurück ins Leben finden, sage ich mal so. Mein Kollege Fabian Roth hat das Ganze ausprobiert und stellte fest, dass Rollstuhl-Rugby ziemlich anstrengend ist. Auch unschwer an seiner Gesichtsfarbe zu erkennen. Den freien Mitspieler zu finden ist gar nicht immer so einfach, aber Spaß macht es trotzdem. Neben dem ganzen Spaß haben die Sportler ganz unterschiedliche Wünsche. Jo, ich will wieder Motorrad fahren. Und ja, ich würde gerne irgendwann mal ein internationales Spiel machen. Das wäre schon cool. Mein großer Traum hat sich ein kleines bisschen verändert. Das heißt also, nach 17 Jahren in der Trainertätigkeit der Nationalmannschaft habe ich mich jetzt einfach verschrieben dem Nachwuchs. Und ich freue mich über jeden neuen, über jeden jungen, jeden alten Spieler, den wir zu dem Sport dazu bringen, den wir aktivieren können. Das ist mein großes Ziel, einfach mehr Leute zum Sport zu bringen. Mein großer Traum ist, längerfristig in Griechenland zu sein. Ein paar Monate, da mich mit dem Rollstuhl-Rugby zu engagieren, als Trainer, als Spieler und mit den Leuten da eine gute Zeit zu verbringen und wie gesagt, die Leute da irgendwo zu unterstützen. Das ist ein bisschen mein Traum. Und irgendwann vielleicht sogar eine Bar am Strand. Das wäre auch super cool, glaube ich. Das sind zwei Wünsche, die ich hätte. Zum einen von den Nichtbehinderten, von den Zuschauern. Schaut euch das mal an. Die Barrieren ein bisschen abbauen, auch die im Kopf. Einfach mal gucken, was passiert da. Und zu jedem anderen, der unseren Sport ausüben kann, kommt vorbei. Wir haben hier Rollstühle für euch. Ihr seid ganz gerne willkommen. Die Türchen sind offen und gerne willkommen bei uns. Vorbeischauen lohnt sich, denn hier geht's richtig zur Sache.